Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 31. Januar 2018? Heute ist Vollmond. Das bedeutet, Sonne und Mond, die beiden Lichter liegen gegenüber. Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann, Mond im Tierkreiszeichen Löwe. Heute ist auch ein totaler Mondfinsternis. In mitteleuropäischer Zeit befindet sich in Mittagszeit, das heißt in Europa ist diese Mondfinsternis unsichtbar. Diese Mondfinsternis, diese totale Mondfinsternis wird sichtbar sein im Pazifischen Ozean, ein Teil von Asien und ein Teil von Nordamerika. Was ist eine totale Mondfinsternis, wenn die Vollmond im Mondknoten befindet? Und das sind die karmischen Knoten, davon haben wir zwei. Einmal die absteigende Mondknoten zeigt die alte Karma. Das bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann und in diesem Bereich befindet sich gerade die Sonne, aber auch Venus, also kann Thema auch Liebe, Partnerschaft sein. In anderen Seite gegenüber befindet sich die aufsteigende Mondknoten, die neue karmischen Erfahrungen, Lernaufgaben. Und das bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Und genau in diesem Punkt, in diesem aufsteigenden Mondknoten, haben wir die Vollmond. Und immer wenn Vollmond in diesem Mondknoten befindet, haben wir die Finsternisse, so wie heute auch, karmischen Themen, Lernaufgabe in Tierkreiszeichen Löwe. Es trifft nicht nur die Löwengeborenen, sondern ein Mondenergie und ein Vollmondenergie wirkt auf uns alle. Da haben wir alle eine Lernaufgabe, was wir heute verinnerlichen sollen, sehen sollen. Was ist ein Mondknoten überhaupt? Mond bewegt sich um die Erde und hat ihren Laufbahn. Die weiteste Punkt, was die Mond überhaupt erreichen kann in seinen Laufbahn, ist auch ein Schnittpunkt, ein Energiefeld, was wir Lilith nennen. Das ist eine Energie, was wir spüren, das beeinflusst unsere Gefühlen. Da sind die Sehnsüchte, Wünsche, Träume. Aber weil das so weit weg ist, wir neigen dazu, das zu verneinen. Ich kann das nicht, ich traue das nicht zu, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient und so weiter und so fort. Aber das ist wichtig, das zum bewusst wahrnehmen, ernst nehmen. Dieser Lilith-Energiefeld ist gerade im Tierkreiszeichen Steinbock. Also dieser Schnittpunkt ist im Mondumlaufbahn. Aber was ist ein Mondknoten? Die Mond bewegt sich nun in diesem Umlaufbahn. Es gibt aber die Scheinbewegung, die Sonne und die Bewegung, die Planeten. Das sind die 12 Tierkreiszeichen. Und diese 12 Tierkreiszeichen sind miteinander verbunden und bilden sich die Ekliptik. Und die Mondumlaufbahn und diese Ekliptik, das ist nicht identisch. Es verläuft auch nicht parallel, sondern es ist eine Abneigung da und daher kommt, dass die Mondumlaufbahn kreuzt die Ekliptik in zwei Punkten. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden überquert, das ist die aufsteigende Mondknoten. Und gegenüber, wenn die Mondumlaufbahn die Ekliptik von Norden nach Süden überquert, dann ist das die absteigende Mondknoten. Das hat mit Karma was zu tun. Das betonen die indischen Astrologen. Sie nennen das Rahu und Ketu, die Drache, die Drachenkopf
und die Drachenschwanz hat mit karmischen Themen etwas zu tun. Absteigende Mondknoten Vergangenheit, alte Karma, aufsteigende Mondknoten neue karmischen Lernaufgaben oder Begegnungen. Zurzeit bewegt sich diese karmischen Knoten, die alte Karma in Wassermann, die neue Lernaufgabe in Tierkreiszeichen Löwe. Und genau da liegt die Sonne und Mond und genau da in diesem Punkt befindet sich der Vollmond und entsteht diese Finsternis, die totale Mondfinsternis heute. Es gibt auch Einflüsse von Sternen. Es gibt ein Doppelstern, ein Sternensystem innerhalb von Tierkreiszeichen Krebs. Innerhalb von Tierkreiszeichen Krebs ein kleineres Sternensystem. Und dieses Sternensystem, was weiß-rote Farbe hat, heißt Akubens. Und es kommt von arabischen Al-Zubanach, heißt es arabisch, und übersetzt heißt es Zuflucht versteckt. Es ist etwas in uns versteckt, entweder weil wir zeigen das nicht, oder weil das uns gar nicht bewusst ist, was in uns, in unserem Inneren schlummert. Oder dass wir etwas verstecken und trauern wir das nicht zu zeigen. Und das wird jetzt in diesem karmischen Knoten, in diesem Vollmond, auch in diesem Finsternis aktiviert. Und Akubens hat einen Einfluss. Mal nachzudenken, was versteckt an uns und das im 8. Haus in die Zeitpunkt, wo genau diese Finsternis entsteht heute. Und das heißt, die verborgenen Schätze und das zum Entdecken an uns und das zum Transformieren, das ins Licht zu bringen. Und hier geht es auch um Werten, auch um Selbstwertgefühl, aber weil Venus auch einen Einfluss hat auf diesen Vollmond, geht es auch um die Liebe, also die Werte, die anderen, aber auch erkennen. Etwas entdecken, was steckt in den anderen, wo wir Wertschätzung schenken können. Das ist das Geben und Nehmen, Gefühlen, Interesse zeigen, annehmen. Und so entsteht dann Harmonie. Und das sind die Themen. Armus bestrahlt die Sonne und bestrahlt Venus in Tierkreiszeichen Wassermann, ist auch ein Doppelstern. Diese Armus, dieser Doppelstern befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, wirkt aber in diesem Bereich Wassermann, weil diese Sternbilder verschmelzen sie sich miteinander. Es gibt keine exakte Abgrenzung, so wie das im Horoskop wir darstellen. Die Sternbilder, diese Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß. Also Armus befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, wirkt aber im Bereich Wassermann, wo gerade Venus, was die Liebe aktiviert und die Sonnebewegung ist, beziehungsweise die Scheinbewegung, die Sonne. Also dieser Doppelstern. Und dieser Stern bedeutet die Schulter des Steinbocks und das Herz der Steinbocks. Also Herzensangelegenheit. Venus wirkt auch, also geht es auch um Liebe. Und auf unserem Herz zu hören, was ist für uns wertvoll, weil der ganze Finsternis spielt sich im 2. 8. Haus ab und das hat mit Werten was zu tun, mit Wertschätzung etwas zu tun und Thema Liebe auch, hat auch mit Finanzen etwas zu tun. Die eine Kabarettist hat mal gesagt, wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Also eine gewisse Verbindung kann immer wieder mal entstehen. Aber das war jetzt Spaß. Wichtig ist zum Erkennen, es geht um Liebe, Partnerschaft, aber auch Werte des eigenen Wertschätzung, des eigenen Selbstwertgefühl, aber Wertschätzung zeigen auf unseren Partner oder Wunschpartner oder Partnerin, Wunschpartnerin und etwas entdecken an den anderen, auch was wertvoll ist, aber an uns selber auch die Werte zu sehen und das ins Licht zu bringen und zeigen. Das sind die Thematik. In diesem Moment, wo dieser Vollmond
diese Mondfinsternis stattfindet. In diesem Augenblick geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Beeinflusst dieser Vollmond. Krebs ist Gefühlen, weil das hat mit Wasser was zu tun. Krebs kann auch Familie bedeuten, familiäre Bindungen. Bedeutet auch wie ein Geburt, wie ein Neugeburt, dass wir aufatmen und etwas Neues starten und wir erleben, wie ein neuer Mensch zu sein. Wir entdecken an uns etwas. Gleichzeitig geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen, Steinbock spiegelt etwas für die ganze Geschehen. Liegt das Glück da, weil der Glückspunkt bewegt sich dann in diesem Bereich. Also etwas Glückliches zu erleben oder etwas entdecken, was uns glücklich macht, an unserem Herz zu hören. Aber auf anderen auch achten. Also achtsam sein auf dem anderen, beschenken mit Gefühlen oder Aufmerksamkeit. Also das ist auch wichtig. Und gleichzeitig in diesem Westhorizont, die Untergang der Steinbock im Moment des Vollmondes, entsteht auch die Lilith-Energie. Das zeigt auch etwas, die Sehnsüchte nach Liebe, die Sehnsüchte nach Partnerschaft, die Sehnsüchte nach Wertschätzung, aber auch die Neigung, das zu verneinen, wie zum Beispiel, ich bin das gar nicht wert zu dieser Liebe oder ich bin gar nicht wert, eine Beziehung einzugehen, andere sind glücklich, ich habe das nicht verdient und so weiter. Das kann bei einer Lilith-Energie schon passieren, dass wir solche Gedanken pflegen, aber wichtig ist, von solchem Gedanken verabschieden, weil die Glück liegt da und das ist die Liebe, Partnerschaft, die Partnerin, der Partner oder Wunschpartner oder Wunschpartnerin, wie auch immer, das auch ernst zu nehmen, diese Sehnsüchte, diese Gefühlen ernst zu nehmen, weil so kommt das in Harmonie, so kommt das in Form. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen. Hier befindet sich die absteigende Mondknoten und das ist die alte Karma. Und gerade bei diesem Vollmond, bei dieser Mondfinsternis, ist noch eine Wirkung von der Sonne. Also Sonne, aber auch Venus befindet sich in diesem Bereich momentan, wo diese alte karmischen Knoten befindet in Tierkreiszeichen Wassermann. Thema ist Wertschätzung, Werte, auch Finanzen, aber auch Liebe, Partnerschaft. Und was bedeutet eine karmische Begegnung? Wenn wir davon ausgehen, was ich auch glaube, dass unsere Seele unsterblich ist. Und die Erde ist die Mitte, wo wir Erfahrungen machen. Wir entwickeln uns weiter, haben auch Lernaufgaben. Und kommen wieder auf die Erde immer wieder, das Karma wiederholt sich, solange bis wir von diesem Karma befreit sind. Solange haben wir hier auf die Erde Lernaufgaben. Und es gibt vieles von Vergangenheit und genau das zeigt jetzt sich hier bei Tierkreiszeichen Wassermann, ein Bereich, wo wir auskennen, wie zum Beispiel die Berufung, weil wir das schon früher gemacht haben, weil wir da vertraut sind. Also es sind auch sehr viele Schätze da, was wir hier und jetzt in diesem Leben auch nützen können. Weil das ist nichts Neues, da sind wir vertraut. Und nicht nur diese Talente, Fähigkeiten liegt da, was wir heute gerade in dieser Mondfinsternis entdecken sollen, wie das Akubens auch sagt, was versteckt an dir, hol das bitte raus. Das sind alte karmischen Talente, Fähigkeiten, da Gedanken zu machen. Also es sind diese Erinnerungen an uns, oder Bereiche, Lebensbereiche, wo wir Meister sind, weil wir das schon gemeistert haben. Es ist nicht nur, was hier hervorruft, sondern auch Kontakte mit anderen Seelen. Und so kommt es oft zu einer karmischen Begegnung.
Das erleben wir viele in die liebe Partnerschaft. Eine neue Begegnung. Plötzlich steht eine Fremde da. Und wir haben das Gefühl, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Die Vertrauen ist da, die Verbindung ist da, tiefen Gefühle. Aber bei jeder karmischen Begegnung haben wir Lernaufgabe. Wenn das nicht so wäre, dann musste das Schicksal das nicht nochmal wiederholen. Also ist das auch logisch. Also haben wir immer eine Lernaufgabe. Entweder dazu stehen, das Befestigen in Form zu bringen, in Harmonie zu bringen, oder wenn das nicht funktioniert, das Loslassen, Verabschieden und davon trennen, mit Frieden. Also auf jeden Fall bei diesen karmischen Beziehungen, karmischen Verbindungen ist immer eine Lernaufgabe dabei. Oft wird das bezeichnet als Dualseele. Ich komme mit diesem Begriff nicht ganz klar, weil Seele bedeutet übersetzt untrennlich. Also man kann nicht trennen. Und dual bedeutet zwei, also zwei Teile zum Trennen. Und die Seele ist untrennlich, also geht das gar nicht. Deswegen ist für mich dieser Begriff nicht allzu passend, weil das passt nicht zusammen. Das eine schließt die anderen aus, eine schließt die anderen aus. Ich nenne das eher als karmische Beziehungen. Und das gibt nun mal, da entstehen tiefen Gefühle oder die Seelen kommunizieren miteinander in anderen Ebenen und dann entsteht eine gewisse Telepathie, dann haben wir ein komisches Gefühl und fühlen wir die andere, die Nähe oder wir fühlen, wenn die anderen schlecht geht. So wie bei Zwillingen passiert das auch immer wieder mal. Das eine spürt den anderen. Und so entstehen diese Gefühle, was oft auch unerklärlich ist, warum diese tiefen, vertrauten Gefühl, diese Liebe da ist und vieles noch unklar ist. Und genau das passiert jetzt bei diesem Vollmond, aktiviert bei uns vielen solche Ereignisse, Begegnungen, aber genau das sind die Themen zurzeit bei die Wassermann-Geborenen. Und in die nächste Zeit kommt noch etwas dazu, das sind die Gespräche, die Kontakte, die Termine oder ein Vertrag. Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist wichtig, dass sie nicht zweifeln an ihren Gefühlen, weil ihren Intuitionen, ihren Visionen, die Inspiration, das ist die Begabung, die Fischen geboren. Und momentan entsteht ein gewisser inneren Zweifel, das löst dieser Vollmond aus. Und diese Zweifel sollen sie überwinden und wirklich an ihren gesundes Bauchgefühl hören. Und dann gehen sie in eine neue Richtung. Viele Fischengeborenen ist das die Berufung und dass sie suchen diesen Weg, die wahre Berufung und sie sollen das in Hand nehmen und intuitiv handeln und auf ihren inneren Stimme hören, weil dann befinden sie sich beruflich schon im richtigen Weg. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen wirkt dieser Vollmond sehr gut. Das ist im Tierkreiszeichen Löwe und das ist gut für alle Feuerelemente, auch für die Wiedergeborenen, auch für die Schützengeborenen. Also es ist eine gute Vollmondenergie für die Wiedergeborenen und diese versteckte Schätze, diese karmische Erinnerungen, das sollte man jetzt aktivieren und beruflich umsetzen, weil da liegt auch die beruflichen Glück. Aber in die liebe Partnerschaft kommt auch Leichtigkeit und die Gespräche, die Termine werden ab morgen in Bewegung kommen und es ist sehr schön und angenehm. Die Wiedergeborenen haben eine tolle Energie, auch in die liebe Partnerschaft, aber auch bei beruflichen Erfolg. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist dieser Vollmond erzeugt eine gewisse innere Unruhe. Wenn das vorbeigeht, dieser Vollmond, dann kommen sie zur Ruhe und dann können sie etwas Neues starten, etwas in Ordnung zu bringen. Also eher zurückhaltend sein, all das zu verinnerlichen, Gedanken machen, jetzt nicht die Kontakte suchen oder anderen zuzugehen, eher die Stille suchen.
oder die Gemütlichkeit zu Hause und wenn die Vollmond vorbei ist und Mond im Tierkreis eine Jungfrau bewegt, dann ist die richtige Zeitpunkt, Kontakte zu suchen, etwas Neues zu starten. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborene wirkt auch sehr gut, diese Vollmond, und das können sie auch verinnerlichen. All das, was sie bis jetzt nicht getraut haben, aber sie wissen, da liegen Talente, Fähigkeiten oder Glück in die Liebe, Partnerschaft. Aber auch die Neigung, oh, ich verstecke mich lieber, ich traue das nicht zu, all das überwinden und doch auf anderen zuzugehen, die Kontakte suchen, Gefühle zeigen, über Gefühle zum Sprechen, um die Partner oder Partnerin kümmern, beruflich die Ideen umsetzen, Selbstbewusstsein, überzeugt zu sein, dass das auch zum Erfolg bringt. Dann kommt auch ein Aufstieg und dann werden die Zwillingsgeborenen auch wahrgenommen, bekommen auch die Anerkennung dazu. Die Tierkreiszeichen Krebsgeboren ist auch wichtig, dieser Vollmond, weil Krebs Steinbock hält die Gleichgewicht in diesem Augenblick, wo diese Mondfinsternis und dieser Vollmond stattfindet. Und das ist auch das innere Gleichgewicht auch und Thema auch Liebe, Partnerschaft und die Erkenntnisse, dass das nicht einseitig darf sein, weil sonst gibt die Waageschale und man fühlt sich im Liebe, Partnerschaft unzufrieden, wenn das einseitig ist, weil dann sagt man, oh, die andere ist so egoistisch oder ich fühle mich ausgenützt. Aber wir selbst sollen auch nicht zu egoistisch sein, sondern auf anderen zuzugehen. Das muss in Harmonie kommen. Das ist wie ein Tanz, eine tanzende Bewegung geben und nehmen, Gefühle zeigen und annehmen, auf andere einzugehen, Verständnis zeigen. Aber wenn wir verletzt fühlen, Grenzen setzen. Und so kommt es alles im Gleichgewicht. Und genau dieser Tanz, diese leichte Bewegung haben momentan die Krebsgeborenen im Bereich Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist sehr wichtig, jetzt dieser Vollmond, hier findet die Vollmond statt, das Selbstbild, die Wertschätzung. Das ist ein wichtiger Thema. Auch in die Liebe, Partnerschaft, diese Wertschätzung, dieser Respekt zu verlangen, aber auch geben. Das darf nicht einseitig sein. Und das sind die wichtigen Themen. Und natürlich karmische Begegnungen oder neue Kontakte, eine neue Begegnung, was karmisch ist. All das löst diese Vollmondposition aus. Es ist eine gewisse Unsicherheit da, wo sie sagen, oh, ich träume nur, ich bilde das nur ein. Und das sind die Hindernisse. Nein, ein Traum kann auch wahr werden. Also nicht verunsichern sein, sondern auf diese Liebe, aus dieser Begegnung vertrauen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren brauchen Struktur, Sicherheit und Stabilität, sind eher die Beobachter, die geschehen, und die kommenden Tage fühlen sie sich sicherer und haben das Gefühl, jetzt habe ich eine feste Boden unter meinen Füßen und jetzt lassen sie ein bisschen treiben von dem ganzen Geschehen, aber es ist wichtig, eine gewisse Ruhe, Meditation oder Nachdenklichkeit, wenn jemand da in dieser Thematik interessiert, nicht jeder Mensch interessiert sich sowas. Aber es ist klug, da in diese Richtung auch mal Gedanken machen, weil das beeinflusst unserem Leben und so meistern wir auch unserem Leben, und das ist das Ziel, ein Meister zu sein, nicht perfekt zu sein, sondern ein Meister zu sein über unserem Selbst, über unserem Schicksal, über unserem Leben und das so leben und leben lassen. Geben und nehmen. So kommt es in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen spüren die schöpferische Kraft, sind auch aktiv, nicht nur beruflich, sondern auch in Freizeit. Und dieser Vollmond hat einen sehr guten Einfluss auf den Wagengeborenen. Sie spüren auch diese innere Ruhe, dieses Gleichgewicht. Und nicht nur diese Aktivität beruflich oder künstlerisch, viele verwirklichen sie sich künstlerisch entweder in Berufung oder im Hobby, in Freizeit, sondern sie finden auch die Ruhe, die eigene Zuhause, da verschönern sie auch etwas und genießen sie auch dieser Rückzug, das eigene Zuhause. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren
diese Transformation, was hier alles stattfindet und diese karmischen Erinnerungen und die neuen Erfahrungen, all das ist sehr bekannt für die Skorpiongeborenen, weil die sind die Meister, die Transformation. Und der große Vorteil bei den Skorpiongeborenen überhaupt ihre Schatz in sich, die inneren Kraft. Und das ist unschlagbar. Sie müssen das in sich nur entdecken. Aber dazu braucht man ein gewisses nach innen schauen. Und dieses Vertrauen, daran liegt auch die Kraft und die Möglichkeiten, Chancen haben, auch diese Kraft zu zeigen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt einiges in Bewegung, in beruflichen Situationen ändert sich viel, gerade bei den Schützengeborenen, aber im Liebepartnerschaft haben sie auch Glück, weil da ist die Leichtigkeit da und dieser Vollmond ist eine starke Energie auch für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben eine große Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft. Daran liegt das Glück, wenn sie das annehmen und das ernst nehmen und kümmern darum, dass das funktioniert. Und nicht nur Erwartungen, sondern auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, Interesse zeigen, Aufmerksamkeit zeigen und vor allem Gefühlen zeigen. Und dann kommt diese berühmte Aber, ja, aber, ja, aber und diese Lilith-Energie. Ich habe diese Sehnsucht, ich wünsche diese Partnerschaft, ja, aber ich habe das gar nicht verdient. Und genau das lernen sie, die Steinbockgeborenen, doch sie haben das verdient und sie sollen das auch annehmen. Und das war mein heutiges Tageshoroskop in diesem besonderen Tag, diesem Finsternis in diesem Vollmond. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.